So, wir nehmen euch heute mal mit auf, ja, so eine kleine private Tour in Anführungsstrichen. Wir müssen ein paar Sachen hier erledigen und zwar hier in Chiang Mai. Und da nehmen wir euch heute mal mit. Mal gucken, was der Tag so bringt. Viel Spaß bei dem Video. Als erstes werden wir mal ein bisschen Wasser kaufen gehen. Und zwar machen wir das heute hier so ziemlich in der Nähe, wo wir wohnen, im Dara. Dara ist so ein Shop oder so ein Geschäft. Das ist eigentlich eher so eine Art Drogerie. Aber da kriegt man auch Wasser. Ja, manchmal recht gute Angebote und deswegen gehen wir da jetzt mal kurz rein. So, los geht's. Brauchen wir erstmal so einen Wagen hier, ne? Oder ne, zwei. Wir brauchen ja ein bisschen mehr Wasser. Und die Wagen sind immer so klein hier, die Dinger. Deswegen nehmen wir mal zwei davon. So. Na, hängt ein bisschen hier. Ah, da. So, gut. So, Dara. So, hier muss man 10 Stück nehmen, sind 43 Baht, 1 bis 9 ist 45 Baht, ne? Ja, wie gesagt, das ist so eine Art Drogerie hier. Ne, also hier gibt es alles, für die, ja, Beauty oder, ja, wie soll man sagen, naja, halt eine Drogerie, ne? Ihr wisst, was ich meine. Ne? Ich zeige euch das mal kurz, Waschmittel. Waschmittel kriegt man natürlich in Thailand überall in rauen Mengen. Ja, weiß ich nicht, hier Cremes, Duschgel, ja, alles Mögliche eben. Auch für den Haushalt, was weiß ich. Sämtliches Zeug hier, Windeln. Windeln. Ne? Babywindeln. Hier Moltofix Windel, keine Ahnung. Naja, alles eben, was man so in der Drogerie eben bekommt. Und so die Drogerieartikel sind hier eben etwas billiger, als wenn man sie woanders kauft. Ne? So beim Big C oder beim Lotus oder so. Da ist so ein bisschen mehr, aber hier sind die Preise absolut okay. So, das ist jetzt dann 280 Baht für das ganze Wasser, ungefähr 7 Euro. So, jetzt noch zur Kasse. Noch zwei, drei Sachen dazu für die Beautypflege natürlich. Und dann sind wir hier fertig, ne? Das war's hier mit dem Wasserkaufen. Jetzt gehen wir noch mal, ich denke mal, etwas essen. So ein bisschen, ne, damit der Tag auch ein bisschen besser startet. Also, los geht's. So, wir gehen jetzt noch mal hier in so einen kleinen Shop rein. Ich habe ein bisschen Papier, was ich so gerne mal laminieren lassen möchte. Und mal gucken, ob der das in seinem kleinen Shop hier hinkriegt. So, gehen wir mal rein und mal gucken, ob er das machen kann. Bin ich ja mal gespannt. Oder nicht. Aber die Cap. Oh, Folie schon da? Ah, muss erstmal das Gerät einschalten, ne? Dass es warm wird. Ne? Na gut. Geht. So, ist fertig. Kostet jetzt 10 Baht. So, naja. Also 10 Baht sind ungefähr 50 Cent, ne? Mhm. Ja, gut und schön laminiert. So, yes, 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 cup and cup, bye bye. So, siehst du, sieht doch schon schön aus hier, ne? Wunderbar. So, wir haben uns jetzt entschieden, bei einem Big C essen zu gehen und zwar oben in dem Big C eigenen Restaurant. Da gibt es immer ganz gute Sachen, gute Qualität und für einen klitzekleinen Preis. Und das zeigen wir euch jetzt mal. Also die Preise da für so ein Gericht bewegen sich immer so zwischen 50, 60 Baht. Das ist absolut okay. So, das ist hier dieses Big C Restaurant. Und da müssen wir uns jetzt erstmal hier so eine, ja, so eine Guthabenskarte holen. Die nehmen hier kein Bargeld. Da muss man vorher das Geld tauschen. Was haben wir die Cup? Oh, can you change this? Ja? 100 Baht. Ja. 100 Baht. Guthabenskarte. Hier überall gibt es die verschiedensten Sachen von Thai Food. Und alle ungefähr, ja, alle ungefähr im gleichen Preis. Alles so um die 50, 60 Baht. Hier um ein bisschen mehr.
Oh, das ist eine Schweinshaxe oder sowas hier. Na, gut, gut, gut. Hm, hier alle 60 Bart. Maler. Maler. Maler Fr- Chicken. Aha. Nice. Hier kann man die Preise sehen. Ich habe jetzt die Nummer 2 genommen. Das ist frittiertes Hühnchen mit Reis, 50 Baht. Dann gibt es noch mit gekochten Hühnchen, 50 Baht. So, und so bewegt sich das hier weiter. Hier ist eine große Portion, die kostet dann 100. Ja, oder hier Reis und, ja, weiß ich nicht, auch bei 60 Baht. Absolut okay. So, macht er jetzt erstmal fertig. Und dann schauen wir uns das mal an. Schön klein machen, nur was ich noch mal schneiden muss. Sehr schön. Kaprika. So, so sieht's aus. Wer will, kann noch ein bisschen Soße oder sowas drauf machen hier, ne? Das geht auch. Und dazu gibt es noch eine Suppe, eine Hühnersuppe. Kaprika. So, schön kräftige Hühnersuppe dazu. 50 Baht. Dann wollen wir es mal probieren und dann geht es weiter. Wir haben ja noch ein paar andere Sachen zu erledigen. Erstmal ein bisschen stärken und dann besuchen wir noch ein paar andere Orte. Ja, für 50 oder 60 Baht, da kann man nicht meckern für so ein Gericht. Das ist so zwischen 1,30 Euro und 1,50 Euro. Also dafür selber zu kochen, das schaffst du hier auf jeden Fall nicht. Wir gehen jetzt erstmal noch mal kurz nach Hause. Es ist heute so warm, müssen wir die Klamotten tauschen. Also ich bin klitschenass und durch und dann geht's weiter. So, ja, weiter geht's jetzt. Ich fahre jetzt erstmal zu dem 7-Eleven Store. Ja, das sind ja so kleinere, ja, wie nennt man das? Tante Emma Läden vielleicht, wo man eigentlich hier fast alles bekommt fürs tägliche Lebens. Und da kaufe ich jetzt mal ganz kurz was ein und dann geht es noch weiter zum Autowaschen. Mal schauen, ob ich da einen Termin kriege heute oder ob da was frei ist, weil Autowaschen ist hier auch sehr speziell in Thailand. Das wird nämlich alles von Hand gemacht und das zeige ich euch natürlich auch gleich. So, wir sind schon da beim 7. Mal schnell parken hier und dann gehen wir mal rein. Ich möchte nämlich gerne noch eine Cola. Bevor ich zum Auto waschen gehe, da muss ich nämlich ungefähr eine Stunde warten, wenn alles gut läuft oder länger. So, wenn wir jetzt reingehen, dann gibt es ja immer das bekannte Klingeln an der Tür von dem 7-Eleven. Das ist bei jedem 7 das gleiche, also hört mal genau hin. Oh, das war das Klingeln. Flackert ein bisschen hier das Licht, ne? So, ja, hier gibt es alles mögliche. Fliegeprodukte. Elektronik ein bisschen, ja, oder Kaffee, ja, denn hier diese Fastnudeln hier, diese Fertiggerichte, Wasser haufenweise, naja, 7 halt, ne? 7-Eleven. So, ich brauche eine Cola. Oder natürlich Waschmittel, ne? Das darf auch nicht fehlen. Ja, alles, was man so für täglich Bedarf eben irgendwo braucht. Ne? So, und schon fertig, ab zur Kasse. So, das war's schon hier beim 7. Dann gehen wir jetzt mal das Auto waschen. Mal gucken, ob ich auch gleich dran komme, wenn es nicht so voll ist. So, so sieht hier eine Autowaschanlage aus. Aber wollen wir mal gucken, ob die jetzt gerade Zeit haben und das Auto waschen können. So, Handwäsche, wie immer, schön eingeseift und dann schön gewaschen. Erstmal mit dem Hochdruckreiniger natürlich und dann wird das Ding richtig eingeseift und natürlich auch von innen sauber gemacht. Ja, das ist noch Handarbeit hier und das für einen kleinen Preis. Ich sag nachher nochmal, was ich dafür bezahlt habe, wenn das Ding fertig ist. Oh, jetzt ist das schon eingeseift, fertig gewaschen sozusagen. Und dann geht es noch ans Trocknen. Das machen sie natürlich auch mit der Hand. Und Innenreinigung. Ja, ich habe jetzt eben gerade noch mal gefragt. Also das kostet, das Waschen innen und außen per Hand kostet 150 Baht. Das sind ungefähr 3,50 Euro, so ungefähr.
Aber darüber hinaus bieten sie auch noch viel mehr Service hier an. Also kannst hier auch eine Motorwäsche machen lassen oder eben auch das Auto polieren lassen, dass die komplett den Lack polieren. Da kommen nochmal 300 Baht dann dazu nach dem Waschen. Und 300 Baht sind ungefähr 7 Euro, 7,50 Euro so ungefähr. Dafür polieren sie dir dann auch noch das ganze Auto, also den Lack halt auf Hochglanz. Das ist natürlich nicht schlecht, ne? Muss man mal ganz klar sagen. So, hier kann man auch sehen, nach dem Waschen machen sie dir auch noch die Reifen schwarz. Ja, das ist ja so ein, weiß ich nicht, so ein Fluid, was sie dann außen auf die Reifen machen, damit der aussieht wie neu, ne? Dass der richtig tief schwarz glänzt. So, jetzt beginnt die Innenreinigung. 1, 2, 3, 4 Mann machen die Innenreinigung. Ja, sehr schön. Dann gucken wir uns gleich mal das Ergebnis an. Oh, gewissenhaft wird alles abgeschrubbelt hier, sauber gemacht. Sehr schön. Gut, gut, gut. Oh, sehr gut gemacht. Wie gesagt, hier auch die Reifen schwarz gemacht. Sieht aus wie neu. Und vor allem, man kann hier mal sehen, dass die sogar hier innen drin, in den Türen, wenn man die Tür aufmacht, dass das auch alles blitzeblank ist. Also die wischen wirklich alles aus, machen alles sauber. Wunderbar, ne? Kann man nicht anders sagen. Also sehr schön. Und das für 3,50 Euro ist natürlich ein Knallerpreis. Ne? So, ich gehe jetzt noch mal in so einen Gartenbedarf, weil ich brauche noch 2 Gartenstühle. Ich hatte 2 aus Plastik, aber weil ich so schwer bin, habe ich die leider zerbrochen. Und deswegen gucken wir mal, ob wir welche aus Aluminium jetzt finden oder aus Metall. Hier scheint mir so ein Laden zu sein. Und mal gucken, ob ich da fündig werde für einen normalen Preis. Mal sehen, was die hier haben, was die hier aufrufen für sowas. Ja, Metallsachen haben sie schon mal. Oh wow, sogar richtig massive hier. Kaputt gehen tut hier wohl nichts, ne? Das ist ja richtig dickes Material hier. Wow. Eine Stühle gibt es hier nicht, es gibt nur Sets, also mit diesem kleinen Tisch zusammen zum Beispiel, also 2 Metallstühle mit dem Tisch für 2400 Baht, eigentlich okay der Preis, da muss ich mal gucken, ob ich den Tisch irgendwo unterkriege, ne? Ja, das sind diese hier, ne? Eigentlich nicht schlecht, ja, halt noch ein bisschen was aus, hoffe ich zumindest, aber okay, wir gucken noch mal, ne? Oder aus Holz, aber Holz wollte ich nicht, hier ist die Lehne so niedrig. Oder das hier vielleicht. Ja, müssen wir mal gucken, was ich jetzt mache. Oder ich gehe noch mal im Baumarkt gucken. Das ist auch noch eine Idee vielleicht. Ja, 2390 Baht sind ungefähr 60 Euro umgerechnet. Ja, für Metallstühle, schwarz. Nicht lackiert, aber ich denke pulverbeschichtet. Eigentlich okay. Ne? Also waren 2 Stühle, habt ihr ja gesehen, mit einem kleinen Tisch dazu, mit Glasplatte. Ja, nicht so schlecht der Preis, aber auch nicht ein super Special-Angebot, ne? Aber okay, wir gucken mal weiter. Ja, fahren wir mal im Baumarkt. Und zwar habe ich mir jetzt einen Baumarkt ausgesucht, der nicht ganz so weit weg ist. Und zwar heißt der Home Pro. Und werden wir jetzt mal gucken, ob ich da nicht 2 Metallstühle bekomme. So, schon sind wir da bei dem Baumarkt und ich habe hier draußen schon gerade gesehen, es gibt hier also reduzierte Artikel. Wollen wir mal gucken, was dabei ist. 80% reduziert. Schauen wir mal. Gut, sieht schon mal gut aus, aber nur einer von den schwarzen. Shitkram. Ja, 4,99, das wäre ihr Preis gewesen. Oh. Krumm. Wackelt, oder? Ist das der Boden? Ja, schade, 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 schade. Ja, lauter reduzierte Artikel hier, aber nur eine. Ich brauche 2 Stühle, Mensch. Verflixte Kiste. Ja. Naja, hier sind noch so Fliesen und sowas. Aber das ist nichts, was ich jetzt brauche. Tja, schade, ne? Schade, schade, schade. Da muss ich wohl doch reingehen und mal gucken. Was haben wir hier? Ah, Sofa 7900. Und hier? Gar nichts. Nix, nix, nix. Ja, kein Preisschild mehr dran. Naja, aber das wird auch mehrere tausend sein. Das ist ein komplettes Set hier halt. Ne?
Na gut, gehen wir mal rein. Ja, nützt alles nichts, gehen wir mal rein in den Home Pro Baumarkt und dann gucken wir mal. Hier draußen am Eingang hängt gleich ein Prospekt, aber ist alles Möbel für den Innenbereich, aber nichts für den Gartenbereich. Na, gucken wir mal. Das ist auch ein relativ großer Baumarkt hier. Mal gucken, wo wir uns hier zurechtfinden. Ah, hier, gleich hier vorne schon. Wunderbar. Mal sehen. Guck mal hier, Outdoor-Grill. Outdoor-Grill. Nicht schlecht aus, das Ding. Kostet 28,9. Wow, das sind über 700 Euro für diesen Grill. Aber das ist aber kräftig. Donnerwetter. Das sind alles nur so Komplett-Sets hier. Was haben wir hier? Der ist nicht schlecht. 2890 Baht, ein Stuhl. Jetzt haben wir hier die Gartenstuhl-Sektion erreicht. Mal gucken, was da dabei ist. Aber das meiste ist Plastik. Ich will kein Plastik mehr, Mensch. Das gibt's doch gar nicht. Alles Plastik. Und das Lustige ist, hier gibt es auch wieder mehr Personal als alles andere. Die sitzen hier überall rum, warten auf Kundschaft. Hier zum Beispiel. Oder hier. Auch nicht schlecht, aber da kostet auch der Stuhl 1990 Baht. Aber der sieht auch nicht schlecht aus und ist echt stabil. Kommt vielleicht in Frage. So, jetzt wollte ich für unseren Geschirrspüler noch mal ein paar Tabs mitnehmen, aber 569 Baht. Für 25 Tabs ist relativ teuer, will ich mal so sagen. Ja, 569 Baht sind über 14 Euro für 25 Tabs. Und dann gibt es eigentlich auch nur noch ein bisschen Pulver hier für 300 Baht, ungefähr 8 Euro. Ja, weiß ich nicht, was man da am besten nimmt. Ja, mal schauen. Ja, jetzt haben wir uns das mal angeschaut. Ich werde online noch mal ein bisschen recherchieren. Aber auf jeden Fall wissen wir schon mal die Preise jetzt. Das war erstmal das heutige Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst bitte ein Like und ein Abo da. Und schreibt auch mal in die Kommentare, wie euch das Video gefallen hat. Dann bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ciao, ciao.